Hallo ihr da draußen, ich bin Theo Maczewski und begrüße Sie zu einer neuen Folge aus der Serie Theowskis solide Tipps zum Routenbau. Heute geht es um folgendes Thema. Die perfekte Wicklung. Dann mal ran ans Werk. Zuerst klebt man den Faden an den Blank, wickelt mit einer Spiralwicklung vor zum Ringfußanfang. So, und jetzt kommt schon das Erste, was zu beachten ist. Man springt über die erste Lage drüber und wickelt einfach ein Stückchen weiter. So, wie ein Ring angewickelt wird selbst, ist kein Geheimnis. Es gibt schon etliche Routenbauanleitungen, da will ich mich jetzt einfach nur kurz fassen. Jetzt kommen wir zum Abschneiden des einen überwickelten Anfangsteils. Den Daumen, der ist ein ganz wichtiger Part von der Sache. Damit fixieren wir immer die Wicklungen, die schon fertig sind. Dann zieht man den Faden etwas nach vorne, so in etwa zum Ringfußanfang, damit es später mal ein schönes Design hat. Dann schneidet man den Faden ab, so ziemlich nah an den Wicklungen, nicht dabei in die Wicklungen reinschneiden. Ich halte ihn dabei mit dem Mund zum Beispiel fest, mit den Lippen, und dann geht's weiter. Das Wickeln bis zum Ringfußende will ich euch jetzt ersparen, es dauert alles nur zu lange. Jetzt sind wir schon hier. Jetzt kommt das Einlegen des Fadens. Wieder Daumen fixiert die Wicklung, damit nichts verrutschen kann. Zeigefinger hält den Faden, den wir jetzt nicht brauchen, mal beiseite. So, dann haben wir die Schlaufe. Fixieren wir mit dem Zeigefinger am Blank, ziehen ihn rüber und legen ihn dann zu uns gewendet an die Seite des Ringfußes. Hier sieht man schön, er wird also in den Hohlraum reingezogen, damit es möglichst wenig Widerstand gibt, später beim Durchziehen wieder. So, hier eine Aufnahme dazu, wie das dann aussieht. Sieht man schön, dass der Faden in dem Hohlraum drinnen steckt und dass er sich dann relativ leicht auch rausziehen lässt. So, dann wickelt man bis an den Ringfußende weiter. Komm, gib Gas, Junge. Okay. Gleich kommt wieder unser Daumen zum Einsatz, der dann die Wicklung wieder mal fixieren wird. So, sieht man jetzt so schön und schwupp, da ist er schon, der Daumen. Man hält wieder die Wicklung fest, schneidet mit der Rasierklinge ab, so circa 15 cm, nicht zu kurz, immer noch genügend Dinger. Durch die Schlaufe durchschieben, mit dem Zeigefinger das Ende fixieren und jetzt nicht stramm ziehen oder irgendwas, sondern wirklich so lassen, wie es ist. Dann flutscht er ganz leicht durch den Hohlraum durch. So, loslassen mit dem Zeigefinger und schon kann man gar durchziehen, ohne die Wicklungen zu verschieben oder zu verreißen dann. Also, locker durchziehen, die Wicklung selber an den Ring, klar, sollte nicht zu stramm sein, nicht zu locker. So, jetzt kommt ein Tipp, der ist ganz wichtig, vor dem Abschneiden. Achten Sie mal drauf, was jetzt passiert. Jetzt wird der Faden entgegengezogen, dass ein Zwischenraum entsteht zwischen den Wicklungen. Sehen Sie es hier, da haben wir es wunderschön, sieht man es, dass der Faden auseinandergezogen wird. Und da schneiden wir jetzt, brauchen wir nicht direkt bis zu den Wicklungen gehen und haben dann die Gefahr, dass es sich durchschneidet, sondern ruhig mit etwas Distanz abschneiden. Dann steht das Ende zwischen den Wicklungen raus und das kann man jetzt mit dem Zeigefinger die Wicklungen zurückrollen, eigentlich ist es, oder zurückschieben, nicht am Ende der Wicklung, sondern direkt Lage für Lage nach vorne schieben, damit schlupft das Ende des Abgeschnittenen unter die Wicklungen drunter. Mit einem kleinen Werkzeug, das habe ich mir, das ist nichts anderes wie ein Blankteil, wird dann über den Wicklungen die Wicklungen zusammengeschoben, dass sie sauber eng aneinander liegen. So sieht das Resultat dann aus. Das sieht man hier, da kann man noch mal ein kleines bisschen, wenn noch was rausstehen sollte, nochmal zusammenschieben und gut ist es. In diesem Beispiel sieht man jetzt, die Nahaufnahme zeigt, es steht nirgendwo mir irgendwas hervor, das dann irgendwie beim Lackieren Buckel bilden kann oder solche hässlichen Dinge. Nochmal die Nahaufnahme. So. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Videoclip hat Ihnen Spaß gemacht und war vor allem hilfreich für Sie. Noch mehr solide Tipps finden Sie auf meiner Seite www.solitipp.de.